Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Dieser Drecksbär von letzter Nacht ist immer noch hier und lässt uns in keine Richtung gehen. Kommen wir hier runter, steht er hier. Kommen wir andersrum runter, läuft er rum. Jetzt machen wir ihn tot. Nur renn doch nicht so weit. Oh, ich hab'n. Kappen. Tot. Gut. So, jetzt ist der erstmal weg. Wenigstens hat er 4 Fett für uns. Händchen waschen. So. Nach einer nächtlichen Diskussion. Nach einer langen nächtlichen Diskussion und vielen Abwägen haben wir uns dazu entschlossen, das Wasser immer noch von unten zu holen. Also werden wir hier unten das Gewächshaus hinbauen. Ich hätte das bloß gerne ein bisschen gerade. Im Wasser oder doch hier oben hin? Wo die schon liegen? Tja, weiß ich auch nicht. Das sieht so doof aus irgendwie, oder? Ja, aber stell dir jetzt mal fertig vor. Wenn wir jetzt 3x3 hier machen, also 3 jetzt hier und 3 noch runter und dann aber auch einkesseln, wie ein Gewächshaus eben auch ist, ob es denn nicht schön aussieht? So mit Holz einkesseln? Nee, ein richtig Häuschen, nee, als Glas. Also unten meinetwegen diese die Umrandung hier, dass das nicht in der Luft hängt, kann man ja mit Holz machen. Aber Glasboden, Glaswände, Glasdach. Muss ja auch Licht dran. Ja, Gewächshaus eben, genau. Ja. Und denn, wenn es fertig ist, sieht bestimmt schön aus. Wenn es so richtig, also richtig wie ein Gewächshaus eben ist. Jetzt sieht es noch kacke aus. Aber wenn es fertig ist, stelle ich mir das irgendwie doch schön vor. Und wenn nicht, dann müssen wir es eben aufs Wasser verlagern. Aber man muss es erst mal sehen. Ja, aber das Problem ist ja dabei, dass wir wieder diese Schläuche hier verlegen müssen. Ja, aber nur ein Stück. Also ich würde die Pumpe dann vielleicht auch mehr hier so vorstellen. Nicht da hinten, sondern hier und dann auch ausrichten in die Richtung, sodass du wirklich nur 2 Rohre oder was wirst du brauchen? 3er? Bis hierhin. Also ist ja denn, nee, vielleicht hier. Sind ja 3er. Nee, so groß brauchen wir nicht, wa? 3x2? Nee, 3x3. Genau. Ja, dann sind wir hier, dann müssen wir nur bis hier mit den Rohren, den Wassertank, können wir dann direkt nach vorne stellen? Warte mal, 6. Hä, kann man die Dinger nicht abbauen? Ach scheiße, ich brauche. Hast du Metallschrott in der Tasche? Nee. Oh je. Das sieht ja aus. Mit dem Fahrstuhl müssen wir uns auch nochmal angucken. Also da stimmt was nicht. Oh, das ist ja eklig, die Dinger umzubauen. Da hat irgendjemand recht gehabt. Die denn überhaupt? Aber du brauchst die nicht umbauen. Ach so, die Dinger. Oh, stimmt. Glasplatten sind auch alle. Ich denke, du hast noch für 6 in der Tasche. Ja, also, nee, 1, 2, 3, 4, für 4. Nee, für 5 hatte ich in der Tasche. Ich habe ja noch die Dinger da gebaut. Sonst wären es 6 gewesen. 6. Ja. Das ist ja wie beim Stricken hier oder wie beim Häkeln, oder? Das sieht aus wie Matrix ein bisschen. Setz es doch hier hin. Ach, jetzt reißt es auf einmal ab. Ich gucke mal kurz. Das ist ja die Frage, wo stellt man den Wassertank hin, wa? Wo
Vorne links, auf die vorne linkste Plattform. Und dann geradezu, deshalb, das habe ich dir ja vorhin erklärt. Dann brauchst du nämlich nur zwei Rohre gerade und musst nicht kreuz und quer laufen. So, Wassertank. So, holst du den jetzt runter? Na, ich nehme schon mal, während ich Glasplatten baue, in der Tasche und in der Bank unten, laufe ich schon mal mit dem Ding, soweit ich komme, immer mal ein Stück, während das baut, dann ist die Zeit nicht so verschwendet. Die Frage ist, der muss ja in dem von der BKE sein, in dem blauen Radius. Nee, da kann er erstmal zur rein. Not. Zur Not. Ja, hier unten wird es wahrscheinlich auch ein bisschen kritisch, aber zur Not brauchen wir eben nochmal eine Verlängerung. Ja. Das ist ja das Kleinste. Vielleicht können wir eine Verlängerung umsetzen, könnten wir nicht. Was haben wir denn hier für ein... Du bist jetzt mal ruhig. Kaputt. Wölfchen. So, hast du? Wie weit kommst du? Jetzt sieht es ja nicht mehr, weil hier kann er nirgendwo, ich kann den nicht runterbringen. Weil hier kann ich ihn nirgendwo abstellen. Kacke. Also nur bis hier. Weiter geht's nicht. Hatten wir das letzte Mal nicht runtergefummelt irgendwie? Den Fahrstuhlschacht runtergefummelt? Ja, aber ich möchte in den Fahrstuhl, ich weiß nicht. Ja, ich mach das dann schon. Das will ich mal machen. Mach ich. Geht hier? Wie weit geht der denn immer? Oh. 8 Meter. Irgendwie waren wir doch von hier und dann haben wir auf dem Felsen gestanden. Was haben wir denn da runtergebracht? Die Windräder, glaube ich. Die Windräder, oder? Ne? Mhm. Ja. Oh. Aber viel mit auf dem Felsen stehen ist hier nicht. Nee, ne? Müsste unten sein. Das könntest du mir abnehmen. Noch an Glasplatten herstellen wird. Oh, unsere Hühnchen hungern, oder? Ah, guck mal. Was die Kleinen brauchen. Wahrscheinlich betet. Oh, fuck. So. Oh, der steht hier so ja noch im Blau. Entschuldigung. Komm her. Oh, der steht hier noch im Radius. Okay. Ich habe nur hier jetzt hässlich hingestellt. Den muss ich noch mal ganz kurz Mühe nach rechts. Du musst bloß gucken, so, wo der Anschluss rinkommt, wa? Oder? Dann müsste an einer Seite rinkommen.
Aber ist Nee, egal. der hat rechts und links einen Störtel. Ja, Aber immer Eingang, immer ja, ich Ausgang. muss ihn jetzt nochmal, warte mal, ich habe ihn gerade nur verstellt, weil ich ihn fast von der Platte geworfen hatte. So. Warte. Will ich den genau hier rinkriegen? Oh, meinst du nicht, wir sollten noch in mehr bauen? Ja, machen wir ja, aber die bauen ja gerade in der Tasche. Achso, okay. Der kann nur noch ein Stück dahin. So, der kommt jetzt, nee, der kommt jetzt nach vorne auf die nächste Plattform. Achso. Ich hab den nur. I see, I see. So, jetzt kommt der nämlich. Ach, guck mal. Foundations und so stapeln jetzt auch. Ja, ja, unten drin. Hm? So, jetzt brauchen wir nämlich nicht mehr so viel Rohre. Warte, jetzt kommt der nämlich hier hin. Vielleicht sollte man später mit Stahlwänden machen. Dann fällt das oh, der nicht kann immer noch nach hinten, oder? Kacke, ich sehe das nicht. Hier oder anders? An der Ecke. Lieber an der Ecke, ne? Kannst du auch in der Mitte machen. Also wenn du jetzt in der Mitte noch eine Platte setzt, kannst du ihn auch direkt mittig lassen. Nee, dann reicht er nicht mehr. Ich will nicht nochmal die BKE umbauen. Reicht nicht, ne? Ist genau da Schluss. So, aber ich brauche noch eine Form hier. So 30 cm nach hinten könnte er noch. Ist doch scheißegal, oder? Nee. So, jetzt kommt das letzte Plättchen. Dann muss ich die Pumpe auch nochmal umbauen. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal nach Perlen tauchen gehen und so. Algen brauchen wir ja eh. Weil dann brauchen wir doch noch ein bisschen. Lars. So, das haben wir. Grundlage ist geschaffen. Ich weiß nicht, ob das so gerade ist, aber so hoch wie möglich, oder? Das ist nicht richtig gerade, oder? Und mich ätzt es total an, dass man das nicht auf glatten Boden bauen kann, sondern dass es so in der Luft hängt. Aber das ist eben so. Wenn es fertig ist, sieht es bestimmt schön aus, wenn es ein Häuschen ist. Ja, und ein Haufen Strippenzieherei hier. Jetzt müsste der Fahrstuhl genau ins Gewächshaus landen. Das wäre natürlich schön. Im Gewächshaus landen. Ist schöner warm wie. Ja, warum baut er denn so eine Erde? Und wo verläuft der hier? Das sieht aus. Mitten in der Erde? Ja. Sieht ein bisschen seltsam. Irgendwie ist heute auch irgendwas nicht so richtig. Ich muss den erstmal hier abstellen. Warum ist denn der unter der Erde? Kann man jetzt neuerdings schon unter die Erde bauen? Möglich. Der andere ist auch unter. Also, der sollte doch eigentlich hier auf der Erde bleiben. Welche Seite muss er denn ran? Ja, ich glaube, das geht bisher, ne? Oh, scheiße, die Öfen sind aus. Wenn du die Dinger hier erstmal auseinander frickelt kriegst, dann ist das ja okay, aber. Okay, könnte man ja nochmal ausrichten. Vielleicht. Eventuell. Frage, wo der Input ist und wo. Der Output ist.
Packet mal hier rauf, Kumpel. So, jetzt muss ich mal hingucken. Also, Wasser. Wasser. Ausflussverbindung, keine Rohrleitung. Ausflussverbindung. Wassereinflussverbindung, also Einfluss ist rechts. Okay, dann testen wir mal. Ja, gut, und die Ausflussdinger hier, die müssen denn zu den Beeten gehen. Ja. Er kann ja schon mal ein Beet bauen, testweise. Ja, der muss erstmal upgraded werden. Verstehe ich nicht, was er jetzt hier macht. Immer blau, immer rot. Verbindet das ja so komisch. Oh, kommt man hier nicht hoch. Die rechte Seite ist noch nicht. Ja. Problem ist ja, kannst du den mal abbauen da rechts? Wen? Ah nee, ist ja noch nicht angebaut. Der ist noch nicht dran, nee. Jetzt ist der rechte aber nicht mit dem Wasser verbunden, jetzt ist der aber grün, jetzt ist der linke Anschluss aber nicht ist aber rot. Ja, aber da ist kein Anschluss dran. Jetzt sind sie beide da, aber noch kein Wasserzufluss. Wo der doch Wasserzufluss müsste sein. Der ist durchgestrichen. Und ich kann auch nicht Wasserpumpe auf anmachen. Also sind Bäder angeschlossen, passt, aber Wasser kann noch nicht gepumpt werden. Der Tropfen ist durchgestrichen. So muss man. Nee. Doch, die Wasserleitung ist noch nicht. Eine Wasserquelle angeschlossen. Nee, guck mal, wenn du jetzt hier ruf guckst, ist der Wasserdurchfluss rot. In dem Rohr. Wenn, halt mal deinen Mauszeiger auf das Rohr, wenn du hier stehst. Dann siehst du, dass das da drin rot ist. Das war schon mal blau. Hier muss irgendwo... Warum? Weißt du? Also weißt du, was das Problem ist? Du kommst einfach nochmal neu verbunden. Jetzt ist es ja auch blau, die Hebel. Jetzt geht es. Jetzt kann ich auch anmachen. Ja. Guck mal rein. Ich hab angemacht. Jetzt pumpt es auch. 15 Milliliter. Milliliter. Ist ja nix. Ja, das kann man höchstens upgraden, oder? Dass es mehr wird? Ja, weiß ich nicht, kann man. Das sieht nicht so aus, als wenn man upgraden kann. Hörst du das? Pflanzenbesprenkler, Wasserrohr, Wasserpumpe. Nee. Aber wonach richteten sich das? Das optet mehr. Also, das muss ja mehr werden können. Weil sonst würde ja nicht eine Einheit dastehen. Plus 15 Milliliter. Dann würde. Das macht aber so kein. Also, das macht. Wir müssten noch eine Glasplatte ranbauen. Hier vorne. Hm? Und den hier hinstellen. Wieso? Oder anders hinstellen, ja, weil je nachdem, wie man die Beete baut, müsstest du jetzt hier die Leitung von hier drüben irgendwo hier überall langlegen, komplett so rundherum. Oder? Die gehen sonst alle so kreuz und quer. Ja, daran müssen wir uns aber gewöhnen, weil ich kann nicht mehr bauen. Wir haben wieder Glas. Also wir haben ja, jetzt, ich glaube, 70 nicht. Glasplatten verbraucht. Irgendwann. Also jetzt nicht, aber... Aber das heißt, wir müssen auf jeden Fall demnächst tauchen gehen. Und einen schönen Wassertag einlegen.
Wir haben keine Perlen mehr, wir haben kein Glas mehr, wir haben keine Glasplatten mehr und wir hatten echt viel für unsere Verhältnisse. Auf jeden Fall pumpt das Ding jetzt. Ja, das hört sich an wie ein Knonermal. Mhm. Wo sehe ich denn, wie viel Wasser drin ist? Das sehe ich ja nicht, wa? Rechts in der Leiste, oder? Ach nee, in der Mitte. In dem mittleren Ding. Okay, verstehe. Oh, verbraucht der schon viel Strom? Nee, das ist nicht so viel. 0,3 ist viel. Dann ist ja die Frage, plätschert das immer die Beete voll, oder? Ja, na klar, wenn... Also jetzt ist es ja abgedreht, der Ausgang. Sollen wir so ein Beet mal runterholen? Ja, oder ich baue eins. Ich habe jetzt alle Zutaten in der Tasche. Ja, müssten wir ja... Und ich habe auch Samen in der Tasche. Warte, ich mach schnell. Auch zum Aufwerten? Nee, Aufwerten weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, was das braucht. Aber ja, ich baue schnell... Ich geh mal oben gucken. Ich hol schnell ein Beet. Wie hohl? Na, ich baue gerade eins. So. Ich will nicht oben, wenn jetzt nicht eins leer ist, eins verschwenden. Oh, was war das? Na, ich hab ein Beet gebaut. Beet gebaut, okay. Ich dachte, Strom ist ausgegangen. Nee. Also. Strom ist da. Hä? Komm mir vor, als ob ich heute so langsam laufe. Was soll ich gucken? Was so ein Besprenkler kostet. Beetbesprenkler. Besprenkler. Pflanzenbeetsprenkler. Der kostet 2 Metallrohr, Metallschrott 4 und ein Legierungsblech. Und Strom und Masse, aber nicht viel. 2 Metallrohr. Die müssten wir dann auch da bauen, wa? Nee. Oder muss ich die hier bauen? Ja. An der Werkbank, ne? Zwei Metallrohr, okay. Und ein Legierungsblech. Da müssen wir. Ich weiß nicht, ob noch was eingeschmolzen ist. An Eisen. Aber nee, wir haben noch ein Legierungsblech. Ja. Metallrohr, aber Eisen, weiß ich nicht. Wir brauchen Eisen. Ja, Fragmente. Achso, ich hab 11. Metallrohr. 3 und 5. Also, wie viel Metallrohr brauchen? 2. 2, okay. Ein Legierungsblech, das sollten wir noch haben. Und Metallschrott habe ich in der Tasche von Bauen jetzt gerade. Hm. Okay. Mit Eisen müssen wir durchlaufen lassen. Also ein bisschen. Ja, klar. Und unsere Erzsammler einfach auf Eisen stellen, dann sollte das eigentlich in 2-3 Tagen wieder erledigt sein. Na, ich nehme noch gleich die Metalldinger raus hier. 2 Metallrohre, eine Legierungsplatte und den Rest hast du. Mhm. Wa? Mhm. Und dann hämmern wir das ins Beet. Oh, jetzt wird's wieder duster. Ja, ich muss mir wieder anziehen. Denn... Achso, ich brauche den Besprenkler erst. Gib hier mir mal. Wo ist das hin? Mittig. Hier. Okay. Bauen. Pflanzbeet, Sprenkel. Baut. Bin ja mal gespannt. Das ist natürlich doof im Dunkeln, wa? Ja, ich mache jetzt... Nee, ich mache jetzt auch Schluss. Wir schneiden uns rüber in die nächste... Nee, wir schneiden uns nicht rüber. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ihr habt den nahtlosen Übergang. Wir überbrücken kurz die Nacht ohne euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Haut darin. Ciao. Thank you.